Chondrite bestehen aus den beiden Hauptkomponenten Chondrin und Matrix. Es ist eine große Frage, ob diese beiden Komponenten vielleicht in einem Reservoir, in einem Volumen in der protoplantaren Scheibe gemeinsam entstanden, dort akkretierten zum Mutterkörper, vielleicht dem CV-Mutterkörper, von dem wir dann die entsprechenden Meteorite bekommen. Oder ob die Chondrin in einem Bereich der protoplantaren Scheibe entstanden, die Matrix in einem anderen Bereich entstand und anschließend diese beiden Bereiche gemischt wurden, der Mutterkörper akkretierte und wir von dem dann die Meteorite bekommen. Um diese Frage anzugehen, schauen wir uns mal die Zusammensetzung dieser Meteorite und dieser Komponenten an. Und dazu schauen wir uns mal ein Isotop an, und zwar 183 Wolfram, das, wenn man das misst, gerne auf 184 Wolfram normiert wird. Und dann nehmen wir die Epsilon-Notation, da die Abweichungen bei Wolfram, bei diesem Wolfram-Isotop sehr klein sind. Jetzt handelt es sich hierbei um ein nukleosynthetisches Isotop, das bedeutet, wenn wir uns das angucken, wir sehen Unterschiede, sind das nicht irgendwelche kinetischen Fraktionierungen, also massenabhängigen, sondern massenunabhängige Fraktionierungen. Und das bedeutet in der Regel, wir mischen irgendwas. Wir haben also irgendeine Komponente mit einer Zusammensetzung, die wir vielleicht in Chondrin reinmischen, aber nicht in Matrix. Und dadurch haben die dann nach unterschiedliche 183 Wolfram-Isotopien. Wenn wir uns jetzt verschiedene planetare Körper angucken und die Bulk-Zusammensetzung messen, dann haben die alle in etwa oder relativ genau die gleiche Zusammensetzung. Jetzt sehen wir mal CV-Chondrite und schauen da nur Chondrin und Matrix an und schauen, wo die dann liegen. Und dann finden wir, dass die Chondrin hier auf der einen Seite liegen und die Matrix hier auf der anderen Seite liegt. Die haben also unterschiedliche Isotopien. Jetzt ist es natürlich klar, dass der Bulk dieser beiden, also der Bulk CV-Chondrit in dem Fall, wenn es hier CV-Chondrin sind und CV-Matrix, dann muss der CV-Bulk auf einer Mischungslinie zwischen diesen beiden Komponenten liegen. Ja, weil die sind die Hauptkomponenten. Mal angenommen, ist nicht zu viel in einer weiteren Komponente drin, dann müssen die beiden in der Summe den Bulk ergeben. Und der Bulk liegt auf dieser Mischungslinie, also vielleicht hier oder hier oder hier oder hier. Wenn man jetzt den Bulk misst, stellt man fest, der liegt nicht irgendwo auf der Mischungslinie, sondern genau am Schnittpunkt der Mischungslinie mit der praktisch Gesamtzusammensetzung, sagen wir mal, unseres Sonnensystems, also all dieser planetaren Körper, wie die normalerweise eine Gesamtzusammensetzung haben. Und das mag vielleicht kein Zufall sein, sondern daraus können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass es wäre schon ein großer Zufall, wenn Chondrin und Matrix gemischt exakt die planetare Zusammensetzung geben. Es macht doch sehr viel mehr Sinn, wenn wir sagen, Chondrin und Matrix stammen aus einem Reservoir, ja, eben nicht aus diesen zwei, sondern aus einem Reservoir. Und hier drin haben sich dann die Chondrin gebildet, haben vielleicht irgendwelche präsolaren Körner abbekommen. Die Matrix hat die nicht abbekommen oder umgekehrt. Und aus dem Grund haben die Chondrin diese Zusammensetzung und die Matrix diese Zusammensetzung. Das Gesamtreservoir hat aber diese Zusammensetzung. Und wir haben eine einfache Antwort auf diese Beobachtung hier. Und das ist das, was man Komplementarität nennt, isotopische Komplementarität. Die gibt es auch für Elemente, da funktioniert genau das gleiche Argument. Man schaut sich nur Elementzusammensetzung an, nicht die Isotopie. Das heißt, für das Argument brauchen wir diese beiden Komponenten, die unterschiedlich zusammengesetzt sind. Ganz entscheidend ist aber, dass der Bulk auf diesem Schnittpunkt hier liegt. Jetzt können wir uns dazu einmal tatsächliche Daten anschauen, genau das gleiche Diagramm, genau das gleiche Bild. Also hier auf der x-Achse 183,84 wird auch noch normalisiert intern auf 186,84 Verhältnis, das spielt jetzt keine Rolle. Und dann erkennt man zunächst, dass der Bulk hier auf der immer auf der gemeinsame Linie liegt, auf dieser praktisch Nulllinie, die Chondrin in der Regel immer auf der einen Seite, bis auf einmal hier, und die Matrix in der Regel immer auf der anderen Seite, bis auf kleinere Ausnahmen. Und aus diesem Bild, aus diesem komplementären Bild, machen wir eben den Schluss, dass Chondrin und Matrix in einem Reservoir gebildet worden sein müssen und dass es sehr schwierig ein Riesenzufall wäre,
wenn das durch Mischung entstanden ist, da wir das nicht nur in Isotopen beobachten, sondern weil wir es vor allem auch in verschiedensten Elementsystemen beobachten. Also Chondrin und Matrix sind doch sehr wahrscheinlich aus einem gemeinsamen Ressort, aus einem Volumen in der Protoplantarscheibe entstanden und dann akkretiert.